liebe Eltern, schön, dass ihr euer Kind diese Bibelgeschichten anschauen lasst oder sie mit ihm zusammen, mit eurem Kind zusammen anguckt. Jede Folge dieser Reihe wird nach einem gleichen Rhythmus ablaufen. Also nach der Begrüßung werde ich als erstes eine Kerze anzünden und sie dann hier hinten hinstellen, um eine gemeinsame und besondere Zeit einzuläuten und dass die Kinder zur Ruhe kommen. Danach begeben wir uns auf eine kleine Zeitreise. Ich erzähle, wie weit in die Vergangenheit wir zurückreisen. Nach der Geschichte gibt es dann immer eine kleine Aufforderung, aktiv zu werden und auch die Ergebnisse der Aktion mit mir zu teilen. Zum Abschluss gibt es noch ein Gebet, das unterschiedliche Formen und Arten von Beten zeigt. Ich freue mich schon sehr auf die Zeit mit euch und euren Kindern. Jetzt noch mal kurz etwas zu mir als Person. Ich bin Sarah Wilke, 31 Jahre alt und arbeite in der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde in Halle-Westfalen. Ich habe Gemeindepädagogik und soziale Arbeit in Bochum studiert und bin seit November 2019 eingesegnete Diakonin im Martineum. Seit September 2018 bin ich mit einer Stelle von 29 Stunden die Woche in der Jugendarbeit in Halle-Westfalen angestellt und dort hauptverantwortlich für die Arbeit mit Kindern.